Hi Digga, was geht denn? Hey ja, ich sitze in meinem virtuellen Flugzeug und versuche die YouTube-Welt. Bla bla bla. Ich hab mal wieder irgendwas gefrühstückt. Und wenn ihr genau wissen was wollt, was? Unter anderem ein Pflaumenbrot, frische Milch. Ja. Ich hab euch was mitgebracht. Einen Mod. Auch wieder von FlightSimTO und die Mule ist ein Flugzeug, das ich aus vorhergehenden Flugsimulatoren kenne, aus dem Modellbau kenne und das ist ein Flugzeug, das wieder eine besondere Fähigkeit haben soll, und zwar die Short Take Off and Landing Geschichte. Ihr seht auch sehr robustes, ein sehr robustes Fahrwerk. Es ist ein Mod und ich habe hier schon so meine ersten Probleme. Hier vorne seht ihr, diese Verzierung ist irgendwie nicht so geradlinig und schön. Also das deutet auf ein sehr auf eine geringe Menge von Polygonen hin. Das heißt also, es gibt ja doch hier und da Ungenauigkeiten. Sieht man halt hier schon, ne? Aber andersrum sieht man, hier sind zum Beispiel solche Verwirbeler auf die Oberfläche der Tragflächen gebaut. Die sollen tatsächlich dafür sorgen, dass die Strömung, das heißt Verwirbler, ne, das ist eigentlich widersprüchlich, aber diese kleinen Teile sorgen dafür, dass die Strömung am Flugzeug, am Flügel auch bei sehr langsamen Geschwindigkeiten länger anliegen bleibt. Ja, ansonsten gibt es in der Realität von diesem Flugzeug zu erzählen, dass es von seinen Vorgängern stammt. Also die Flügel von der Mule, der Rumpf von der Mule und so weiter. Und es gibt hier so ein paar tolle Sachen. Die Firma Mule lässt sozusagen überlässt vieles den Käufern. Man kann dieses Flugzeug nicht nur hier in der Zweibein-Variante, man kann es auch mit einem Dreibein-Fahrwerk kaufen. Ausgestattet ist es mit zwei Sitzen vorne und einem Sitz, wo drei Leute hinten sitzen können. Aber man kann für Kinder sogar noch eine Reihe hinten kaufen, dass die Kinder hinten sitzen können, aber dann wirklich nur Kinder. Und normal ist zum Beispiel dieses hintere Fenster nicht. Normal sind vorne die beiden Fenster plus Windschutzscheibe. Das hintere Fenster ist dann eigentlich für die Kinder. Hier ist es für das Gepäck, weil da hinten haben wir eine Gepäckspinne. Ja, wir haben ein Flugzeug mit einer normalen Hochdecker-Konfiguration abgestrebt. Sieht man hier wieder. Auch das Höhenleitwerk ist abgestrebt. Wir haben ein gigantisch großes Seitenleitwerk. Wir haben relativ große Klappen überall. Hier sehen wir auch gigantische Landeklappen. Übrigens, das ist auch nicht richtig. Die Klappen sind richtig, aber ihr werdet nachher sehen, es gibt zwei Landeklappenstellungen. Tatsächlich gibt es aber bei dem Flugzeug fünf Landeklappenstellungen. Der Dreiblattpropeller stimmt, aber die Nase sieht schon ein bisschen komisch aus. Wenn ich mir also die Bilder von realen Flugzeugen anschaue, dann sieht die Haube anders aus, okay. Ja, gut. Ich kann euch leider kein Bild zeigen, weil das will nicht funktionieren. Lassen wir es so, wie es ist, okay. Der Erstflug von der Mule M7, es gibt auch eine Mule MX7, MXT7, die kann aber nicht wissen, oder ich weiß jetzt nicht, was die verschiedenen Buchstaben zu bedeuten haben. Der Erstflug fand 1984 statt und bis 1995, also 11 Jahre später, wurden wohl 500 dieser Flugzeugmuster gebaut. Wir haben ganz normale Maße, wir haben etwas über 7 Meter, 7,20 Meter Länge vom Rumpf. Die Spannweite beträgt ganz wenig über 10 Meter, nicht ganz 2 Meter Höhe.
Leergewicht 703 Kilo und komplett voll beladen 1134 Kilo. Und das sind schon wieder 430 Kilo. Ist jetzt aber tatsächlich nicht wirklich viel, weil es gehen wohl bis zu 160 Liter. Hier steht 150 Liter in den Flieger rein. Also das sind dann nicht ganz in Kilo, aber 150 Liter sind trotzdem mindestens 100, 120 Kilo irgendwas dazwischen. Das ist schon eine Masse. Als Motor ist hier beschrieben, dass ein Sechszylinder Boxermotor luftgekühlt eingebaut ist mit 235 PS. Das Teil hat eine Reisegeschwindigkeit von 147 oder 237 Stundenkilometern. Das andere waren Meilen. Die Abrissgeschwindigkeit liegt bei 50 Meilen, also ungefähr 80 Stundenkilometern, mit gesetzten Klappen. Und man sollte niemals über die 290 Stundenkilometer kommen. Okay, so viel dazu. Es könnte leicht ein Kunstflug fliegen von den G-Werten her. Aber erstens, wen interessiert das? Ich fliege keinen Kunstflug. Und zweitens, habe ich nirgendwo gelesen, dass sie tatsächlich auch eine Zulassung dafür hat. Was ich auch gelesen habe, dass es ein paar Modus gibt, die auch als Turbo mit einem Turboprop-Antrieb durch die Gegend fliegen. Bilder habe ich davon keine gefunden. Aber nun ja, jetzt steigen wir mal ein in das Flugzeug. Und okay, also die Tür geht auf und zu. Ich habe schon mal drin gesessen. Und ich habe... Das funktioniert nicht, okay. Und ich habe, in der Realität würde ich dieses Flugzeug nicht kaufen. Nein, nicht. Okay, kann man das hier wegmachen? Yep. Aber dahinter verbirgt sich eigentlich nichts Besonderes. Der Schalter hat schon mal keine Geräusche hinterlassen. Okay, dann gucken wir mal. Der Motor läuft schon mal, wa? Also ich darf hier nicht mit anständigen Klamotten reingehen. Ich darf kein Smoking anziehen. Hier einen tierisch großen Spalt drin. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich bei dem Flugzeug so ist. Also geht die Tür hinten auf. Den Griff haben wir nö. Okay. Da sind nochmal. Für mich klingt das ziemlich nach einer Cessna 152, der Motor. Und ich sage mal, ich vermute, das ist eine 152. Also jemand hat die 152 genommen und hat da ein anderes Kleid drumherum gebastelt.
Okay. Das war jetzt mein professioneller Briefeincheck. ich wollte eigentlich. Einen Funkspruch absetzen. Hilfe, Hilfe. Ich sitze in dem komischen Flieger. Lima Echo Sierra Bravo, Traffic Delta Mike Kilo 1302 is taxiing to runway 23. Entschuldigung, wenn ich so plötzlich loslache, aber diese Gabelstapler, die hier so auf dem Flugfeld umherfahren, finde ich immer wieder absolut köstlich. Und ich kann noch so schlechte Laune haben, wenn ich den Flugsimulator anschalte und da fährt so ein Gabelstapler rum, muss ich immer lachen. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es immer wieder herrlich. Die Tankwagen und die Busse und so befremden mich auch, aber die Gabelstapler finde ich halt überlustig, muss ich jedes Mal sagen. Ja, wir haben schon eine Landeklappenstufe ausgefahren. Die nächste sollte ja zum Landen da sein. Zu den Instrumenten brauche ich eigentlich nicht viel zu sagen, oder? Die kennen wir ja alle schon zu Genüge. Gut, ja, die kennen wir schon zu Genüge. Ich wollte jetzt nur mal gucken hier von wegen, wann ist denn die Rollbahn eigentlich zu Ende und wann komme ich jetzt auf die Startbahn? Die Frage ist beantwortet. Lima Echo Sierra Bravo, Traffic Delta Mike Kilo 1302, taking off runway 23, departing straight out. Also dieses Propellerbild hier vorne mag zwar auch irgendwo seine Berechtigung haben, aber ich finde das, wie das bei den meisten anderen Flugzeugen gelöst ist, besser und schöner. Das irritiert mich so ein bisschen. Vor allen Dingen habe ich dann hier nochmal einen Schatten von dem anderen Kreis. Es ist also... Also deutlich zu viel Power, muss ich sofort sagen. Wir fetzen hier los, wir sind am Ende der normalen Reisegeschwindigkeit angelangt und ich habe hier noch halben Weg an meinem Gashebelchen. Landeklappe eingefahren. Wir werden immer schneller. Ja, das mit dem Propeller hat sich ja jetzt nicht wirklich verändert. Also das finde ich jetzt nicht schön. Also mir gefällt es nicht.
Und ja, schon wieder. Also ich würde das echt machen. Hier, Microsoft, ruft mich an. Ich mache für euch die ganzen Häfen. Ich hole die Boote aus dem Wasser. Also so denke ich immer, sieht es nach so einem Hurricane aus. Wenn denn die Boote entweder irgendwo auf dem Land rumliegen oder versunken so am Hafen, weil sie festgebunden waren, dann irgendwie, ja, von dem Wasser versenkt wurden. Und mal sehen, ob jemand rauskriegt, wo wir gerade... Ich habe so eine Überschrift geschrieben. Okay, Leute, wir sind auf Malle. Und da ich ja persönlich noch nie da war und mit Sicherheit auch keine Ambition habe, da mal Urlaub zu machen, muss ich mir das hier im virtuellen Leben anschauen. Also im Flugsimulator. Also ihr braucht kaum irgendwo rankommen. Das Flugzeug reagiert sehr, sehr hektisch. Und das fördert nun auch nicht gerade die Freude an dem Flugzeug. Also das finde ich jetzt nicht so prickelnd. Also alleine schon, dass mir das Modell nicht gefällt, also die Optik an dem Modell. Ja, es sieht ja nicht nur verranzt aus, also dass man sagen könnte, hey, du hast jetzt ein altes Flugzeug in deinem Hangar stehen und sondern, keine Ahnung, hier ist ein Riesenspalt. Was meint ihr, was das für ein Krach machen würde? Ihr kennt ja die Bücker, wie die pfeift. Das würde hier so sich so anhören. Das würde hier Luft reinpfeifen ohne Ende. Ja, und dann sieht das Ding aus, als wenn das 50.000 Jahre in irgendeiner Scheune gestanden hat. Der Propeller irritiert mich. Also das ist in meinen Augen nicht umsetzbar, nicht gut gelungen. Schade um die Arbeit, die sich derjenige gemacht hat, weil es ist Arbeit. Ich meine, immer wieder muss man dazu sagen, es wird einem ja kostenlos zur Verfügung gestellt. Aber mir tut es ja einfach leid um die Zeit, die derjenige verbracht hat. Sieht aber cool aus da unten, oder? Kann man, also optisch ist es Hammer. Also ich lenke jetzt mal von diesem nicht so tollen Mod ab und sag mal da unten so Palma de Mallorca und Palma und was weiß ich, wie die ganzen Städte hier heißen an der Küste. Ein riesengroßer Strand. Wobei ein Teil der Menschen, die ich kenne, die dorthin geflogen sind, um Urlaub zu machen, die waren nicht wegen dem Strand da. Großer Fußballplatz. Da lauter Hotels mit Pools. Brauchen wir natürlich nicht ans Wasser gehen. Und nach einem Salzwasserbad muss man sich ja sowieso noch mal duschen und so. Kann man doch gleich in den Swimmingpool vom Hotel gehen, gell? Übrigens, die Mule M7... Moment. Oh, entschuldigt. Da musste mein Körper unbedingt was loswerden. Die Mule M7 gibt es auch mit Schwimmern unten dran, also als Wasserflugzeug. Und in der realen Fliegerwelt ist das ein gern gesehenes Flugzeug. Es ist ein beliebtes Flugzeug. Also, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir können auch eine Mule kaufen im Flugsimulator. Und ich sage, das könnte man ja mal. Ich weiß gar nicht, was die kostet. Da müsste ich mal nachschauen. Das könnte ja eine Option sein. Aber ich habe die ganze Zeit gesagt: Hey, wenn ich einen guten Mod kriege, dann brauche ich den Flieger ja nicht kaufen. Weil auch aus den Vorgängern des Flugsimulators mochte ich die Mule gern. Die ist ganz, ganz toll geflogen. Die hat super Langsamflugeigenschaften. Also die, ja,
Das macht richtig Spaß, mit der Kiste langsam zu fliegen, weil es kann. Und dadurch, dass es ja fünf Landeklappenstellung gibt, könnt ihr ja die Geschwindigkeit und die Landeklappen alles schön zueinander abstimmen. Das passt gut, das kann man gut mit der fliegen. Also das hat früher mit der Kiste unwahrscheinlich Spaß gemacht. Und ich hätte ja jetzt so ein bisschen gedacht, dass man sich aus dem alten Simulator die Mule rausgenommen hat und die halt eben für hier das angepasst hat. Ich weiß nicht, ob das geht, wenn man nur Modder ist, ob man da an diese Daten rankommt. Aber das war meine Vermutung. Aber das hier ist sag schon, ja, das ist nicht die Mule, wie sie damals im Flugsimulator drin war. Und hat auch überhaupt nichts mit der gemeinsam, weil ich kann nicht wirklich ruhig fliegen. Sobald ich hier eine Bewegung mache, reagiert die Mule ganz empfindlich und fängt an, unruhig zu werden. Also genießen wir ein bisschen die tolle Aussicht, und es ist ja toll, kann man gar nicht sagen. Ich hoffe, es ist mir niemand böse, wenn ich den Flug nicht so lange heute mache. Und echt, ist das so, dass da voll so eine Straße am Strand lang führt und da gar kein Strand ist? Welche Verschwendung ist denn das? Palma Tower Delta Mike Kilo 1302 is 4 miles west 700 feet with India to land. Delta Mike Kilo 1302 Palma Tower. QNH2 Niner Decimal Niner 21268 at 6. Make left traffic runway 24 right. Enter left traffic runway 24 right Delta Mike Kilo 1302. So, das ist unsere Landebahn nachher. Oder in Kürze. Also ich finde den Flug so frustrierend gerade, dass ich am liebsten ausschalten möchte, aber ich habe euch ja dabei. Dann geht das ja nicht so einfach. Und wieder mal muss ich natürlich sagen, das ist meine Meinung. Wenn ihr sagt, ey, das Flugzeug gefällt mir noch voll gut, oder ich finde es gerade toll, dass es so ein bisschen heruntergekommen aussieht. Aus welchem Grund auch immer, weil ihr dieses komische Propellerflackern da vorne toll findet und ihr sagt, ich will den Mod haben. Klar, natürlich.
Da freut sich dann derjenige, der diesen Mod gebastelt hat, der freut sich dann ja auch, wenn er benutzt wird. Und aus dieser Hinsicht, wieder mal, es ist meine Meinung. Und ihr dürft mir ruhig auch einen Daumen runter geben für meine Meinung, auch wenn sie... Egal, ne? Das ist so. Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung. Und ich kann hier nur meine geben, nicht die der Mehrheit oder was weiß ich was alles. Ich will auch nicht eine Meinung von euch oder ich, dass ihr jetzt eine Meinung durch mich habt. Ihr könnt es gerne selber ausprobieren. Wie gesagt, ich komme hier nur ganz bisschen an meinen Joystick ran und das Ding wackelt hin und her. Delta Mike Kilo 1302, follow the aircraft on final. Wind 268 at 6. Clear to land runway 24 right. Clear to land runway 24 right, Delta Mike Kilo 1302. So, jetzt müsste da drüben irgendwo ein... Da ist er ja, da ist er ja. Dem soll ich folgen. Air 7831, exit runway when able. Lauda Air, die gibt's doch eigentlich gar nicht mehr, oder? Sehr komische Bedienung. Jetzt muss ich sozusagen entgegengesetzt dem, was eigentlich geschaltet wird, die Landeklappen ausfahren. Also sehr, sehr komisch. Auch die Bedienung der Landeklappen im Prinzip falsch. Ja, das will ich jetzt nicht erklären, weil ich mich gerade ein bisschen darauf konzentriere, die Landebahn cool zu treffen. So, das war jetzt eigentlich nicht richtig. Delta Mike Kilo 1302, please acknowledge.
121.705, Delta Mike Kilo, 1302. So, raus. Ja. Also von außen sieht sie nicht so schlimm aus wie von innen. Muss ich ehrlich sagen. Und wäre das Grissel nicht auf der Haube und sie innen feiner, würde besser reagieren. Ich zeige euch das mal mit den Landeklappen. Also, jetzt ist sie ja irgendwie... Es scheint gar nicht auszufahren. Jetzt probiere ich sie mal auszufahren nach unten. Geht nicht. Probiere mal nach oben. Auch das geht nicht. Okay, dann mache ich es jetzt mal über die Tastatur. Ach, das ist natürlich klar. Wenn ich den Strom ausschalte, dann kann es natürlich nicht gehen. Das war jetzt meine Schuld. So, gehen wir wieder nach draußen. So, jetzt fahre ich die Landeklappen aus mit dem Befehl ausfahren. Habt ihr was gesehen? Ich nicht. Jetzt ist was passiert. So, jetzt sage ich weiter ausfahren. Passiert natürlich nichts. Jetzt fahre ich sie ein. Funktioniert. Ausfahren. Hä? Okay, dann hat sie richtig funktioniert und bei mir im Kopf hat das nicht funktioniert. Ich weiß es nicht. Jedenfalls wollten die Landeklappen vorhin nicht, wie ich wollte. Und ja, dieses Flugzeug lässt sich natürlich auch ohne Landeklappen, wie alle kleinen Flugzeuge ohne Landeklappen, landen. Heile und gut. Das ist kein Problem, sollte auch keins darstellen. Aber sie reagiert absolut überempfindlich auf jegliche Reaktion am Steuerknüppel. Sie ist viel zu stark motorisiert. Also sie macht bei Halbgas schon eigentlich keinen Spaß, weil sie viel zu viel Power hat. Und ja, daneben sieht sie dann auch nicht wirklich besonders attraktiv aus. Dieses Flugzeug ist ein schönes Flugzeug in der Realität, finde ich. Sie gibt es in schönen, vielen Farben. Wobei, diese Farbe gibt es auch, aber dann ist das Weiße nicht grau, sondern weiß. Und das Rote ist ein schönes, kräftiges Rot. Sie gibt es in Gelb und Grün. Also alle möglichen erdenklichen Farben gibt es, die Mule M7. Ja, so viel dazu. Bitte, bitte nicht meine Meinung, sondern eure Meinung ist die wahre und die richtige in eurem Leben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und dann verspreche ich euch, dass es ein besseres, ein schöneres und ein schöneres Flugzeug sein wird. Bis dahin, Ade, euer Flieger Michel.